Morgen allerseits. Ja, ich habe die Freude, Ihnen heute ein Update zu Indus zu ergeben. Und bei Indus ist in den letzten Monaten noch einiges passiert. Und ich hoffe, dass Sie einiges an neuen Informationen mitgeben und dann auch mit einem optimistischen Blick diesen Saal verlassen. Was ist passiert? Wir haben zum Jahresende unser Strategie-Update Parcours Perform vorgestellt. Und wir haben mit dem Geschäftsbericht eine ganze Menge der strategischen Entscheidungen abgebildet, also insbesondere die Aufgabe des bisherigen Segments Fahrzeugtechnik, die Umgliederung von einigen Beteiligungen in aufgegebene Geschäftsbereiche. Wir haben jetzt ein Portfolio aus fortgeführten Geschäftsbereichen und ein kleines Portfolio aufgegebene Geschäftsbereiche mit zwei Unternehmen. Und was man auch gut sieht, wenn man die 22er Zahlen anschaut, ist eben die gute Performance im Bereich der fortgeführten Geschäftsbereiche. Wir haben im März einen Kapitalmarkttag gemacht. Wer das dann näher sich angucken will, die ausführliche Präsentation steht auf der Website und ich glaube, ist ganz instruktiv im Hinblick auf all die Dinge, die sich verändern bei Indus und wie wir auch unseren Weg sehen bis zum Jahr 2025. Wenn man das so zusammenfasst und dann steige ich auch nach dieser Präambel in die eigentliche Präsentation ein, kann man sicher sagen, wir haben im Jahr 2022 kräftig aufgeräumt und wir sind jetzt an dem Punkt, dass wir wieder richtig durchstarten als Indus. Ganz kurz zum Indus nochmal Geschäftsmodell. Also wir haben ja ein ganz klares Credo. Wir sagen, mit dem Mittelstand gestalten wir Zukunft. Wir haben den ganz klaren Fokus auf mittelständische Unternehmen und einen ganz klaren Fokus auf Nachfolgelösungen im industriellen Mittelstand. Das heißt, wir kaufen eigentlich immer von den Unternehmerfamilien, wenn es dort ein Nachfolgethema gibt. Was kaufen wir? Wir kaufen Technologiespezialisten in der Nische typischerweise, also keine Massenhersteller, sondern Unternehmen mit einer starken Differenzierung, dementsprechend auch einem sehr stabilen und profitablen Geschäftsmodell. Wir bieten zunehmend aus der Holding heraus, da werden wir auch mit dem Strategie-Update noch drauf eingehen, mehr Support und Unterstützung für die Beteiligung bei der Entwicklung hin zu Zukunftsthemen. Und es bleibt auch unverändert nach dem Strategie-Update bei unserer, sag mal, DNA von Indus, nämlich kaufen, halten und entwickeln. Das heißt, und das ist auch das Hauptdifferenzierungsmerkmal zu vielen Finanzinvestoren, dass der Verkauf von Gesellschaften nicht Teil des Geschäftsmodells von Indus ist. Ja, es gibt Verkäufe, aber der Verkauf als, sag ich mal, als besonderes wertsteigerndes Element ist eben nicht Teil unserer Indus-DNA. Wenn wir noch mal kurz schauen auf die wichtigen Stakeholder, die uns so umgeben, fangen wir mal links oben an, sind es natürlich zum einen unsere Portfoliounternehmen. Und gerade mit dem Anspruch, dass wir sagen, wir wollen die Unternehmen entwickeln, wir wollen sie langfristig behalten, ist es eben sehr wichtig, dass wir denen einen entsprechenden Rahmen auch bieten, um sich entsprechend entwickeln zu können. Dann haben wir natürlich im Sinne der Nachhaltigkeit alle Stakeholder, die uns umgeben, in den Unternehmen, Kunden, Mitarbeiter, Gesellschaft, Umwelt. Wir haben die veräußernden Unternehmer, sehr wichtig bei Indus und auch, ich habe ja eben schon gesagt, kaufen, halten und entwickeln ist natürlich ein Akquisitionsmodell oder ein Geschäftsmodell, das gerade mittelständische Unternehmer anspricht, die in ihrem eigenen Familienkreis keine Nachfolger haben. Die adressieren wir ganz klar mit unserem Geschäftsmodell. Und wir haben natürlich, ich sage jetzt mal Sie, wie Sie hier sitzen, als Aktionäre, als potenzielle Aktionäre, den wir eben anbieten in ein gemanagtes Portfolio von technologieorientierten mittelständischen Unternehmen zu investieren. Und auch wichtig, ist jetzt heute nicht Schwerpunkt des Vortrags, aber Indus ist und bleibt ein Dividendenwert. Also wir sind ein verlässlicher Dividendenzahler. Zunehmend auch im Fokus selbstverständlich das Thema nachhaltig handeln. Für Indus eigentlich wirklich nichts Neues, weil wenn Sie das Geschäftsmodell anschauen, sage ich immer, das ist per se schon ein nachhaltiges Geschäftsmodell. Aber trotzdem ist es natürlich ein Thema, was zunehmend an Bedeutung gewinnt. Wir haben schon auch sehr früh angefangen mit verschiedenen Ratings. Wir haben jetzt gerade im 8. Jahr, hier steht noch 7. Mal in Folge, ich glaube, die neue Bewertung ist gerade gekommen oder kommt gerade.
also im 8. Mal in Folge bei ISS ESG, auch ein sogenanntes Prime Rating. Und wir benutzen dieses Rating auch für Finanzierungen, wenn wir ESG-linked Schuldscheine begeben. Das war schon der kurze Abriss zum Indus-Geschäftsmodell. Jetzt zu dem Strategie-Update Parcours Perform. Wie gesagt, mit dem Jahreswechsel 2022-2023 kommuniziert. 4 strategische Initiativen, die auch unverändert von Parcours übernommen wurden, mit dem Thema Portfoliostruktur stärken. Das wird noch einen wesentlichen Teil meiner Ausführungen jetzt auch bestimmen in den nächsten Minuten. Und die anderen 3 Initiativen, Innovation treiben, Leistung steigern und nachhaltig handeln, sind eben Unterstützungsfunktionen, die wir in der Holding haben für unsere Beteiligung, wo wir unseren Beteiligungen helfen, besser zu werden, helfen, sich den ganzen aktuellen Fragen und Themen zu stellen. Schauen wir auf die Portfoliostruktur. Was ist passiert mit dem Strategie-Update und was wollen wir in der Zukunft tun als Indus? Wir wollen uns ganz klar fokussieren auf Technologieschwerpunkte in der Industrietechnik. Nicht mehr dazu gehört für uns das Thema Serienzulieferung im Bereich Fahrzeugtechnik. Das ist einfach kein Thema mehr für Indus aus den verschiedensten Gründen. Und was wir auch nicht mehr aktiv im Sinne von Akquisition verfolgen, ist das Thema Medizin- und Gesundheitstechnik. Die Unternehmen, die wir dort haben, sind 5 insgesamt, sind in dem einen neuen Segment aufgegangen. Da passen sie auch hinein. Aber wir haben für uns selbst kritisch auch gesagt, haben uns es angeschaut. Indus ist einfach kein typischer MedTech-Investor. Ja, das ist aus verschiedenen Gründen nicht das Thema, in dem wir uns weiter betätigen wollen. Und wenn wir nochmal auf die weiteren Elemente des Strategie-Updates, auf die ich gleich noch eingehe, nochmal schauen, geht es insbesondere auch um eine engere Führung unserer Beteiligungsunternehmen im Vergleich zu dem, was wir in der Vergangenheit getan haben. Die 3 wesentlichen Elemente nochmal auf den Punkt gebracht. Die 3 neuen Segmente, die wir haben, wollen wir ganz klar fokussieren, werden sie fokussieren auf Zukunftsthemen, die ich Ihnen gleich noch vorstelle. Wir werden dabei auch dieses Thema Fokus auf Nachhaltigkeit, also auf Themen rund um das Thema Nachhaltigkeit deutlich verstärken. Wir wollen ein klar strukturiertes Portfolio, habe ich Ihnen gerade schon erklärt. Wir bereinigen das Segment Fahrzeugtechnik. Wir integrieren die Unternehmen, die wir in Medizin- und Gesundheitstechnik haben, in den Segment Materials. Und was ganz entscheidend ist, ich habe es eben schon gesagt, engere Führung der Unternehmen. Wir etablieren bei Indus ein Segmentmanagement. Das hat es in der Form in der Vergangenheit noch nicht gegeben. Und es gibt segmentverantwortliche Vorstände. Und deren Aufgabe ist es eben, die Unternehmen, die in einem Segment sind, auch unter Nutzung möglicher Synergien zwischen den Unternehmen durch Bildung entsprechender Cluster und so weiter im Sinne der Gesellschaft, im Sinne der Aktionäre weiterzuentwickeln. Das heißt, das Führungsmodell von Indus in Zukunft hat eigentlich 3 Schichten. Fangen wir oben an. Oben haben wir die Holding, die natürlich, sagen wir, die Gesamtaufgaben wahrnimmt für die börsennotierte Gesellschaft, die gewisse strategische Initiativen begleitet, eben das Thema Innovation, das Thema Leistung steigern und das Thema Nachhaltigkeit. Und daneben haben wir natürlich auf Holding-Ebene die ganze Frage der Finanzierung. Wir haben die Themen der Kapitalallokation auf die Segmente. Wir haben die Themen der Zieldefinition für die Segmente. Und wir haben natürlich alles, was mit der Börsennotierung zusammenhängt, Bilanzierung, Steuern, Recht und so weiter und so fort. Und jetzt haben wir eben das Segmentmanagement als neue Schicht mit den segmentverantwortlichen Vorständen. Und die haben ganz klare Aufgaben, die Ausrichtung der Segmente auf die Zukunftsthemen, das Definieren des Wachstumspfads für das Segment, das Entwickeln zum einen der bestehenden Unternehmen und natürlich auch das Vorbereiten von Akquisitionen. Und dann haben wir für Indus nach wie vor extrem wichtig die Geschäftsführung der Beteiligungen, die ja in dem Indus-Geschäftsmodell das Geschäft, das sie betreiben, wirklich
vollumfänglich und eigenverantwortlich auch verantworten. Das heißt, alle vitalen Funktionen, die die Unternehmen haben, sind auf Ebene der Beteiligungsunternehmen angesetzt. Und die so klassische Themen, die Konzerne haben, wie zentrale IT oder zentralen Einkauf oder so weiter, das gibt es nicht bei Indus. Und das ist auch ein wesentlicher Bestandteil des Geschäftsmodells, weil wir eben ein Portfolio mittelständischer Unternehmen haben. Blick auf die neuen Segmente ganz kurz. Ich hatte es schon in der Einleitung gesagt, wir haben für uns selbst aufgrund dessen, was wir gut können, aufgrund der Kompetenzen, die unsere Unternehmen haben, klare Technologieschwerpunkte definiert und haben diese auch den Segmenten zugeordnet. Und es sind vier übergeordnete Megatrends, die für Indus und für die Indus-Unternehmen schon immer wichtig waren, aber in Zukunft eben ganz stark im Fokus stehen werden. Und es gibt eben diesen Megatrends zugeordnet, dann sogenannte Zukunftsthemen, die wir dann aktiv in den Segmenten verfolgen wollen. Wenn wir jetzt, ich nehme jetzt als Beispiel mal das ganze Thema Digitalisierung oben rechts, da gehört natürlich alles dazu, was so im Bereich intelligente Infrastruktur sich abspielt. Da gehört die Automatisierungstechnik, Sensorik und Messtechnik dazu. Da gehört aber auch aus unserer Sicht ganz stark das Thema Logistik dazu, weil es ja auch stark durch Digitalisierung betrieben ist. Erleben wir zum Beispiel mit einem Portfoliounternehmen, das Paketverteilzentren baut, wo zunehmend auch der ganze, natürlich einmal Digitalisierung der Treiber des Geschäfts ist, weil je mehr Sie alle im Internet kaufen, desto mehr Paketverteilzentren werden gebraucht. Aber auch in so einem Paketverteilzentrum heute, das ein ganz digitalisierter Prozess ist mit Bildverarbeitung und Archivierung und allem, was dazugehört. Wir haben das gebündelt jetzt in drei neuen Segmenten. Es ist das Segment Engineering, es ist das Segment Infrastructure und es ist das Segment Materials. Und ich gehe gleich auf das nächste Chart weiter, weil hier sehen Sie dann mal die Struktur. Also wir haben in dem Engineering-Segment die Unternehmen, die sich befassen mit den Themen Automatisierung, Sensorik, Energietechnik und Logistik, sind aktuell 16 Beteiligungen. Ich lese Ihnen jetzt nicht die ganzen Umsatz- und EBIT-Kennzahlen vor, aber wenn Sie mal so quer rüberschauen, sehen Sie, die Segmente sind ungefähr gleichgewichtig. Sowohl was Umsatz angeht, Materials ist ein bisschen stärker im Umsatz und was Ergebnis angeht, auch relativ gleichgewichtet. Wir haben das Segment Infrastructure, wo wir uns relativ stark mit dem Thema Infrastrukturnetze beschäftigen. Das können Rohrleitungsnetze sein, das können Glasfasernetze sein. Infrastrukturbauwerk, ein wichtiges Thema bei uns, zum Beispiel das Thema Brückenbau und ähnliche Themen, die dieses Segment treiben und dann ganz stark in diesem Segment und auch für die Zukunft sehr wichtig, auch im Moment sehr wichtig, dieses ganze Thema Energieeffizienz, sei es eben entsprechend energieeffiziente Gebäude, sei es Heizungs- und Klimatechnik, auch das Stichwort Wärmepumpe gehört hier hinein. Das ist das Segment Infrastructure und dann haben wir das Segment Materials. Dort geht es im Wesentlichen wirklich um Materialien. Da ist viel Metall, auch Metallerzeugung sind der Metalle. Auch Stahlschmelzen ist mit dabei. Es ist viel Metallverarbeitung. Zunehmend wollen wir das Thema Kreislauf- und Abfallwirtschaft stärken in diesem Bereich. Wir haben einige Aktivitäten, die insbesondere durch das Thema Agrarwirtschaft getrieben werden. Also das ist der ganze Bereich Landmaschinen, der die ganzen letzten Jahre jetzt auch ein wirklich guter Treiber für die Beteiligungsunternehmen ist und auch für die nächsten Jahre sehr vernünftig aussieht. Kurz noch zur Führungsstruktur. Wir haben den Vorstand auch in diesem Sinn neu organisiert. Wir haben drei segmentverantwortliche Vorstände, mein Kollege Meyer, mein Kollege Großmann und ich im Moment noch das Segment Materials in Personalunion mit meiner Rolle als Vorstandsvorsitzender. Und wir haben die Zentralfunktion eben den Vorstandsvorsitz und den klassischen CFO mit Herrn Weichert. Und so haben wir auch eine gewisse Trennung jetzt im Vorstand zwischen den Holdingfunktionen und den
segmentverantwortlichen Vorständen. Es ist kein Geheimnis, kann man auch im Geschäftsbericht nachlesen, diese Doppelfunktion, die jetzt im Moment bei meiner Person liegt, soll in absehbarer Zeit aufgelöst werden. Der Aufsichtsrat arbeitet daran. So, was macht jetzt so ein Segmentmanagement typischerweise? Zum einen geht es natürlich um Steuerungssysteme. Wie steuere ich mein Segment? Hängt mit Kennzahlen sehr stark zusammen, gibt auch eine neue Kennzahl, komme ich gleich noch drauf. Wir werden den Budgetierungsprozess verändern. Wir haben klassisch eigentlich einen sehr stark Bottom-up-Budgetierungsprozess gelebt. Und ich habe vorhin schon gesagt, wir werden in Zukunft viel stärker uns mit der Kapitalallokation, der Ressourcenallokation von der Holding aus auf die Segmente befassen. Und die Segmentmanager müssen dann eben, ich sag mal so, die Mittel, die sie haben, die Ressourcen, die sie haben, auf ihre Beteiligungsunternehmen verteilen. Das Ganze wird natürlich auch ein viel stärkerer noch Kommunikationsprozess werden zwischen dem segmentverantwortlichen Vorstand und den Geschäftsführungen. Innerhalb der Segmente werden wir daran arbeiten, die Schwerpunkte, die es gibt, ich habe eben schon mal das Thema Energieeffizienz genannt, natürlich noch stärker zu vernetzen und dann auch in Verbindung mit Zukäufen auf zweiter Ebene, nennen wir auch Ergänzungsakquisitionen, eben solche Schwerpunkte auch zu stärken. Letzte Bemerkung, gehe ich aber nicht weiter darauf ein. Wir haben im Set unserer Kennzahlen, also das sind auch jetzt die Reporting-Kennzahlen im Sinne der Rechnungslegung, ergänzt die Cashflow-Kennzahl. Das beginnen wir jetzt, haben wir jetzt im Januar begonnen, wird auch jetzt im Q1-Bericht erstmals explizit ausgewiesen und wir haben auch erstmals eine Guidance für den Free Cashflow für das Geschäftsjahr 23 abgegeben und der Free Cashflow soll über 100 Millionen Euro liegen. Zum Schluss würde ich ganz kurz nur noch ein paar Eckdaten nennen, damit wir dann auch noch Zeit haben für Fragen und Antworten. Wenn man zurückschauen auf das Jahr 22, naja, ich habe vieles davon schon gesagt, Umfeld ist Ihnen alles klar, extrem volatil, Russland und alles, was dazugehört. Wir haben halt wesentliche Entscheidungen getroffen mit der Auflösung des Segment Fahrzeugtechnik und damit auch dementsprechend ein Bild in dem Abschluss erzeugt. Wir haben zwei Akquisitionen gemacht auf Portfolio-Ebene, sehr schöne Akquisitionen für das neue Segment Engineering. Wir haben in den fortgeführten Bereichen auch ein schönes Umsatzwachstum erreicht. Wir liegen beim EBIT, jetzt wohlgemerkt, wir müssen sagen, vor Wertminderung, also vor Impairments, über den Vorjahrswerten in den fortgeführten Segmenten. Dabei würde ich es belassen. Hier sind nochmal ein paar Eckzahlen einfach für Sie, die sich näher damit beschäftigen wollen. Also in den fortgeführten Bereichen, das ist ja das, was wir in Zukunft haben werden, wenn wir die zwei Verkäufe abgeschlossen haben, sehen Sie im letzten Jahr 1,8 Milliarden Umsatz, so ein EBIT vor Wertminderung von 176 Millionen und ein Free Cashflow von 101 Millionen. Dividende, auch nur mehr informativ. Wir haben uns, natürlich haben wir durch diese Aufgabe, durch diese Umgliederung in aufgegebene Geschäftsbereiche erhebliche Wertminderung zu verbuchen gehabt. Wir haben uns trotzdem entschieden, eine Dividende zu zahlen. Warum? Also zum einen, ich sagte es schon zu Anfang, sicher regelmäßige Dividendenzahlungen gehören einfach zur DNA von Indus. Aber was viel wichtiger ist und was auch ein klares Zeichen in den Kapitalmarkt sein soll, wir haben einfach eine hohe Zuversicht, auch was die Entwicklung in den fortgeführten Geschäftsbereichen schon im Jahr 23 angeht, aber auch dann für die Jahre 24 und 25. Wir haben den nötigen Cashflow, um die Dividende zu zahlen. Wir wollen es einfach auch als Zeichen verstanden wissen, dass nach dieser Zäsur, die wir Ende 2022 hatten, jetzt wieder der Weg nach vorne weist und es wieder vorwärts gehen wird bei Indus. Wenn wir noch kurz auf die Prognose schauen, sehen Sie, das ist jetzt natürlich auch eine Prognose für die fortgeführten Geschäftsbereiche. Wir erwarten, das sind die Größen, die wir halt auch guiden im Geschäftsbericht. Ja. Wir erwarten einen Anstieg des Umsatzes von so 1,8 auf Werte zwischen 1,9 und 2 Milliarden Euro, also durchaus auch ein ordentliches Umsatzwachstum. Wir erwarten auch ein EBIT-Wachstum. Jetzt müssen Sie aufpassen, das EBIT 133,7 ist das EBIT nach Wertminderungen, ja, in den fortgeführten Geschäftsbereichen. Und
Auf die anderen Themen gehe ich jetzt nicht ein, können wir aber gerne drüber sprechen. Und das ist mein letztes Slide, das ist mir auch nochmal sehr wichtig. Und stellt auch nochmal, schlägt nochmal die Brücke zu dem Kapitalmarkttag, den wir Ende März 2023 in Köln hatten. Denn da haben wir uns genau damit beschäftigt, wie wir diese Ziele, die wir für 2025 im Rahmen von Parcours Perform formuliert haben, wie wir diese Ziele erreichen wollen. Also wenn Sie sich diese Präsentation anschauen, finden Sie da wesentlich mehr Informationen. Aber was wollen wir letztlich erreichen bis 2025? Wir wollen halt ein Portfolio haben, was ausgerichtet ist auf diese Zukunftsthemen, die ich dargestellt habe. Wir wollen beim Umsatz deutlich über 2 Milliarden Euro liegen. Wir wollen bei der EBIT-Marge wieder zurück sein, bei über 10% EBIT-Marge. Wir werden eben sehr stark dieses Thema Cashflow auch in das Zentrum unseres Handelns stellen oder als zusätzliche Steuerungsgröße treiben. Wir bleiben bei unserer Dividendenpolitik, die sagt, bis zu 50% der Gewinne wollen wir ausschütten. Und wir werden natürlich, das ist alleine schon durch äußere Einflüsse, aber auch weil wir davon überzeugt sind, natürlich das Thema Nachhaltigkeit, nachhaltig handeln bis 25 sicher rundum implementiert haben. Da sind wir heute auch schon unglaublich aktiv und da finden Sie auch schon ganz viele Informationen in unseren Dokumenten. So, in diesem Sinne wäre ich durch mit meinen Themen und stehe zur Verfügung. Ja, vielen Dank, Herr Schmidt.